of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Heute wollen wir mit den Dailies weitermachen bei Jamie. Ich möchte die auf jeden Fall einmal mit euch gemeinsam machen. Ups, wir fangen jetzt mal an mit der Daily. Raus mit dem Alten. Hallo Dina, es ist immer schön, dich zu sehen. Bist du hier, um zu arbeiten? Jawohl, ja. Natürlich kannst du mir helfen. Reite los und hole die leeren Milchflaschen ab, die die Leute vor ihren Häusern abgestellt haben. Ich brauche sie zurück, damit ich sie waschen und mit neuer köstlicher Milch füllen kann. Okay, gibt 75 Ruf. Wie viel haben wir? Genau, ich hatte nämlich eben schon mal nach unten gescrollt. 155. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit den Aufgaben weitermachen, die wir auch gestern schon hatten. Zumindest das Einsammeln erstmal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder einsammeln müssen, auffüllen müssen und wieder verteilen müssen. Eben das, was wir gestern auch schon gemacht haben, wäre... Ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. Das ist aber auch eine Chaos-Folge heute. Das wäre durchaus denkbar. Wenn die jetzt alle 75 Ruf bringen würden, dann hätten wir 3x70, 210, 3x5, 15, hätten wir 225, 225 Ruf, die wir am Tag bekommen könnten. Dann hätten wir den freundlichen Ruf sehr, sehr schnell. Der freundliche Ruf reicht ja bereits für die Satteltasche und die Haustiere in Anführungsstrichen. Dafür reicht das ja schon. Im anderen Shop habe ich jetzt noch nicht geschaut, muss ich sagen. Da müsste ich mal noch gucken. Das gucken wir gleich mal zusammen. Also für die Haustiere wird es schon reichen, der freundliche Ruf. Ich denke auch, dass es dann mit dieser Schokomuffin-Quest bei Jamie schon weitergeht. Mal gucken, was es dann noch so gibt. Mal gucken, was es dann noch so gibt. Die Bäcker New Hill Crests als neue Fraktion. Nee, ich bin gespannt. Wie viel habe ich denn jetzt? Kann ich gar nicht sehen, wenn ich nicht alle eingesammelt habe, oder? Ah, hier ist noch eine. Jetzt sehen wir es gleich. 5 von 7. Hier hinten ist noch irgendwo eine. Wo? Hier habe ich einen orangenen Fleck auf der Map. Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Das kann natürlich sein. Okay. Boah, ganz da hinten. Meine Güte, du scheuchst sein aber durch die Weltgeschichte, Jamie. Gut, dann reiten wir als erstes mal hier hinten rüber. Mensch, Mensch, Mensch. Hier hinten bei der Farm, die wurde damals, als Epona angekündigt wurde, war diese Farm hier auch groß in den Bildern mit drin. Aber so wirklich was gemacht haben wir hier auch noch nicht. Questtechnisch. Wohnt, glaube ich, einer von den genau hier, der mit Jupiter Peace Bloom. Der wohnt hier. Aber ansonsten haben wir hier noch nicht wirklich irgendwie was machen müssen. Und das ist ja nur eigentlich auch noch einiges am Platz. Da hinten könnte man rein theoretisch auch noch einen Pferdeverkaufsstall hinklatschen. Das glaube ich aber nicht, dass das passiert. Aber rein platztechnisch, da ist auch keiner. Aber platztechnisch hätte es da hinkommen können. Ich bin ja mal gespannt, wenn sie jetzt nach und nach alles aussortieren für den Pferdemarkt, irgendwann wird er auch voll. Es gibt schon, es gibt nur, ach, ich wollte doch außen gucken, es gibt ja nur begrenzte Möglichkeiten beim Pferdemarkt. Dann müssen sie ihn doch irgendwann vergrößern. Ich meine, sie haben jetzt schon gesagt, okay, mit jedem Ort, wo wir sind, wechselt unser Angebot. Genau, da ist er. Aber trotzdem, irgendwann sind halt die Plätze für 4 Orte belegt. So. Danke für all deine Hilfe, meine Liebe. Okay, nein, wir können nur diese eine Aufgabe machen. Dann wird das wahrscheinlich eine kurze Folge. Wow. Komm, wir gehen erstmal in den anderen Shop noch rein. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben das niedliche Bäckerkleid. Ach Gott, das ist wirklich süß. Ist sogar championatstauglich. Reiten plus 8, springen plus 1 für 4 plus 4 für 78 Starcoins oder 8250 Jorvik-Schillinge, Abspieler Level 17 und eben freundlich mit Jamie auch. Sind die alle freundlich? Freundlich, freundlich. Ja.
Okay, also die erste Rufstufe reicht für alles. Das Kleid ist total knuffig, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so kleidmäßig unterwegs bin, wäre das eventuell mal so als Gag. Es ist ein recht teurer Gag, aber es ist championatstauglich. Dann haben wir hier das weiße Bäckerhemd mit Reiten plus 8, Springen plus 1 und Befehl plus 4. Das ist auch eigentlich ganz cool. Haben wir hier mal noch eine andere? Hier sieht man das auch gut. Hier nochmal das Kleid. Ab Spielerlevel 16 und für 76 Starcoins oder 8000 ebenfalls absolut für Championate geeignet. Huch, genauso die schwarze Bedienungsweste. Mit Reiten plus 8, Springen plus 1 und Befehl plus 4. 82 Starcoins oder 6300 Schillinge ab Spielerlevel 18. Der Schillingpreis ist relativ günstig dafür, dass es für Championate gut ist. Ach ja, und so ein Schürzchen. Schwarzer Bedienungsrock. Reiten plus 4, Springen plus 5, Befehl plus 3 für 80 Starcoins oder 6050 Schillinge. Würde ich tatsächlich auch sagen, dass es championatstauglich ist. Zwar gibt es natürlich die schwarze Jeans mit Reiten plus 5 und was hat sie noch? Springen plus 1, aber der hier hat natürlich Mehrwerte. Der hat Springen plus 5 und Befehl plus 3 und dafür nur einen Punkt auf Reiten weniger. Das kann je nach Championat oder je nachdem, welche Vorlieben man selber hat, wenn man reitet, kann das durchaus besser sein. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die schwarze Jeans ist das Nonplusultra, weil ich glaube, dass, wie gesagt, je nachdem, wie man reitet, können die anderen Punkte einen doch auch ganz gut noch unterstützen und helfen. So, das alles ab freundlich. Ich parke mal wieder rückwärts ein hier. Das haben wir uns schon angeguckt. Aber ich würde jetzt ganz gerne noch... Komm, wir machen noch eben hier unten das Rennen. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie lange ich schon aufnehme. Ja, wenn es jetzt jeden Tag eine Quest gäbe mit 75, dann wären wir, wenn ich mal 2 rechne, 140, dann wären wir bei 170, 370, 400. Dreimal. Ich habe gerade irgendwie einen Rechenfehler drin. Aber warte mal, das stimmt doch. 2 mal 70 ist 140, 2 mal 5 ist 10. Ach, 150, klar, deswegen. Wie bin ich auf die erste Rechnung gekommen? Wäre man nach 2 Tagen bei 150 Ruf. Nach 3 Tagen wäre man dann bei den 225. Und die würden reichen. Nein, würden sie nicht. Wären nur 455. Was ist denn los mit mir? Das heißt, wir müssten 4 Tage müssten wir die Dailies machen, um den freundlichen Ruf zu erreichen. Ich bin anscheinend heute nicht wirklich kopfrechentauglich. Schlimm mit mir. 225 und 230 sind doch 455. Reicht doch auch noch nicht für die 500. Mensch. Das passiert, wenn man so viel mit Zahlen um sich drumherum wirft, dass man dann irgendwann selber wir ist. Also nach aktuellem Stand muss man 5 Tage die Dailies machen. Einmal die Quests machen an dem Tag, wo man sie bekommt. Und dann 5-mal Dailies und dann hat man den freundlichen Ruf bei Jamie zusammen. Das heißt, man wäre quasi, man kann ja die täglichen Aufgaben, das kann man ja nicht mit Übernachten überspringen. Das heißt, man braucht definitiv mindestens 5 Tage, um dann mit den Aufgaben weitermachen zu können. Das heißt, jetzt haben wir heute, wo die Folge kommt, ist Freitag. Aber ich nehme ja am Mittwoch auf. Das heißt, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, ich könnte Sonntag, könnte ich weiter die Aufgaben machen. Das heißt, am Montag, wenn ich es denn schaffe, wirklich jeden Tag die Daily durchzuziehen, was ich eigentlich schaffen sollte, wird es dann am Montag mit der Quest weitergehen. Vorausgesetzt, man bekommt auch wirklich jeden Tag 75 Rufpunkte. Es kann ja auch sein, man hat vielleicht an einem Tag ein paar mehr oder ein paar weniger Rufpunkte. Das ist natürlich auch immer noch mal möglich. So viele Eventualitäten hier. Wahnsinn. Gott, wie langsam ich bin hier wegen dem Valentinszeugs. Obwohl, ich habe ja eigentlich nur die Decke, die nicht championatstauglich ist, drauf.
Sattel ist championatstauglich, Trense ist championatstauglich und mein Outfit auch. Joa, und Hufeisen habe ich halt nicht drauf. Gut, Silver Kiss ist erst Level 6, die darf ruhig ein bisschen langsamer sein. Sie ist ja auch nicht lahm. Warum leckt das gerade so? Ich habe dann immer Angst, dass mein OBS spinnt. Tut's aber nicht. Ich habe noch ein paar Prozentchen Luft. Nicht viel, aber ein bisschen. Das Rennen kriegen wir noch locker fertig hier. Oh Gott, ich bin schon so lange diese ganzen Rennen nicht mehr geritten. Ich kriege hier überhaupt keine Bestzeiten mehr hin. Überhaupt nicht. Die Zeit ist vorbei, wo ich jeden Tag noch die Rennen gemacht habe und ich sie in- und auswendig konnte. Da ging das noch eher. Hui! So. Gut, aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, ich schaue mal, wann oder ob Star Stable da ein Statement zu abgibt, was die App angeht, beziehungsweise eben dieses Gewinnspiel. Morgen wird es dann weitergehen, sehr wahrscheinlich mit Wins and Fails. Oder eben Stallgeflüster, je nachdem, was ich zeitlich schaffe. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!